Hallo, wir sind heute wieder da mit unserem Krav Maga Selbstverteidigung für die Straße und wollen heute zusammen, Philipp und ich, euch mal ein bisschen was zeigen zum Thema Stockabwehr. Zu Hause muss es kein Stock sein, das kann dann auch zum Beispiel ein Rohr sein, ein schmales, das kann auch ein Kochlöffel sein, egal. Hauptsache, es sieht ein bisschen danach aus. Die Techniken könnt ihr trotzdem ganz gut letztendlich danach machen. Wir werden erstmal so ein bisschen auf die Theorie eingehen. Was mache ich denn überhaupt? Ja? Oft ist das Problem, ich muss in dem Moment, wo ich sehe, da ist ein Stock und da ist vielleicht ein potenzieller Angreifer, muss ich erstmal die Entscheidung treffen, okay, flüchte ich? Ja, das sagen wir immer gerne dazu, Adidas und 10 Sekunden, tschüss. Aber auch da ist darauf zu achten, wenn ich natürlich flüchte, muss ich auch immer wieder nach hinten schauen. Rennt er mir hinterher? Wenn der genauso schnell ist und der mir dann mit dem Stock gegen die Beine geht, mich haut es hin, habe ich ein großes Problem, weil dann bin ich nämlich auf dem Boden, ja, und er kann weiter auf mich einprügeln. Deswegen achte darauf. Wenn ihr aber merkt, okay, ich kann schnell flüchten und er kommt mir auch nicht hinterher, gut, dann habt ihr die Situation erstmal so gelöst. Die andere Situation ist, ihr könnt nicht flüchten, ja, weil ihr vielleicht irgendwo räumlich gebunden seid und ihr könnt nicht gleich die Flucht ergreifen, dann hängt es auch darauf ein, okay, ich sehe, eine Gefahr ist da, er ist auch dementsprechend schon aggressiv. Auch hier gibt es dann einmal die offensive und die defensive Variante. Ja. Das heißt, im ersten Moment versuche ich natürlich, an die Waffe ranzukommen. Schlechte Variante, wenn ich nur erst die Waffe greife, ja, sondern ich muss eine Gleichzeitigkeit haben. Das heißt, von hier aus gehe ich rein, ja, bam, und sofort den Schlag. Ja, wir zeigen es kurz von der anderen Seite. Ja, von hier aus langsam. Ich greife und gleichzeitig schlage ich in Richtung Nase. Jetzt kann ich Ellenbogen einsetzen, Weichteile. Schlag, 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 wuh. Okay. Nochmal langsam. Also, ich sehe die Waffe. Hier muss ich sofort reagieren. Schlag, Schlag, Schlag. Einmal, zweimal, dreimal. Entweder kann ich hier in die Entwaffnung gehen, nehme den Stock und flüchte dann, oder ich lasse ihn einfach liegen. Okay? Gut, das wäre die erste Variante. Übt die bitte jetzt. Das heißt, wir zeigen es nochmal langsam. Als erstes übt ihr das hier, die Gleichzeitigkeit. Ja. Dann könnt ihr weitermachen. Schlag. Ellenbogen, Weichteile, Tritt in die Weichteile und so weiter. Okay? Gut, erste Übung. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder auf die Stopptaste gehen, könnt es für euch 5 Minuten üben mit eurem Partner und anschließend machen wir weiter mit dem Stockangriff Abwehr von oben. Okay. Machen wir die nächste Variante. Das heißt, auch hier ist es so, ich weiß, dass was kommt, ich bin vorbereitet und jetzt muss ich wieder entscheiden. Gehe ich defensiv rein, also heißt schon mit dem Block und gehe aber dann in die Flucht oder gehe ich eben dann wirklich offensiv rein, bleib drinne und gehe dann auch in die Entwaffnung. So, die erste Technik, das heißt, ich gehe hier schon einen Schritt nach außen, um einfach nicht die volle Power vom Stock eben hier abfangen zu müssen. Generell ist es ja so, das Schlimmste ist, wenn ich hier stehen bleibe und er schlägt hier. Hier ist die größte Kraft, hier ist die größte Verletzungsgefahr. Wenn er schlägt und ich gehe einfach nur einen Schritt vor, hier ist die Gefahr nicht mehr so groß. Ja? Jetzt nehme ich den Schwung noch ein bisschen raus, indem ich einfach den Schritt zur Seite raus mache und gleichzeitig natürlich Block. Ja, das heißt, Block hier und gleichzeitig hier Ohrfeige, boom, tritt in die Eier und dann kann ich sofort wieder in die Flucht gehen. Ja? Wir machen es mal kurz von der anderen Seite nochmal. Das heißt, ich gehe seitlich raus, Block, hier schocke ich ihn, tritt in die Eier und dann kann ich defensiv wieder rausgehen. Ja, oder ich entscheide mich, nein, ich möchte die Waffe haben, ich gehe in den Mann rein, ich bin vorbereitet, gehe ran, ich blocke hier immer den Unterarm, hier gehe ich mit dem Ellenbogen in Richtung Gesicht, Halsbereich, von hier aus. Jetzt habe ich die Waffe fixiert, wumm, tritt, tritt. Jetzt habe ich ihn unter Kontrolle, kann notfalls hier die Entwaffnung machen, ja, und habe dann die Waffe in meiner Gewalt. Ja. Also nochmal, von hier aus gehe ich hier rein, Block,
wumm, tritt in die Eier und greif hier. Wichtig nochmal dabei, dass ich meinen Kopf eben schütze, indem ich jetzt nicht in so einen Block reingehe, sondern ich habe meine Oberarme, sozusagen meinen Kopf zwischen meine Oberarme in diesem Bereich. Hier habe ich dann meinen Kopf auch geschützt. Und wie gesagt, ich gehe hier auf den Unterarm und der andere Bereich geht in diesen Bereich, Halsbereich, Gesichtsbereich. Von hier aus gehe ich rein, boom, nochmal runter. Mit einem Tritt in die Weichteile habt ihr die Situation sehr schnell gelöst. Nochmal von der anderen Seite. Achtet auch nicht darauf, was mit dem Stock passiert. In 90% der Fälle, wenn er durchzieht und ich mache diesen Block, wird der Stock wegfallen. Weil, wenn ihr das immer trainiert, dann macht er den Schlag vielleicht mit 20%, macht den mal mit 100 und der, wo abwehrt, macht auch mit 100. Und dann werdet ihr sehen, was passiert mit dem Stock. Durch den extremen Block gegen den Unterarm wird der Stock wegfliegen. In 90% der Fälle. Und dann habt ihr die Situation sowieso schon gelöst, was das Thema Stock betrifft. Okay, ihr geht wieder in die Übungsphase, macht den sauberen Block, macht den Tritt in die Weichteile oder auch ersten Schlag. Da ist jeder auch ein bisschen anders von der Abfolge her. Ja, sucht für euch den idealen Weg, wie ihr, ob ihr schlagt, hier schlagt und dann erst den Tritt macht oder ob ihr erst den Tritt macht. Ja, das bleibt euch überlassen. Okay, wir üben das Ganze wieder und dann geht es mit der nächsten Technik weiter. Gut, ich hoffe, ihr habt das gut geübt. Wenn ihr da einfach nochmal Dinge nachschauen wollt, zurückspulen, nochmal anschauen und nochmal machen. Nächste Technik. Jetzt kann ich mich nicht so richtig entscheiden, ob ich gleich reingehe. Und deswegen kann es eben auch mal passieren, er zieht durch und ich gehe doch eher zurück. Ja? Ist ein normaler Reflex, wo man erstmal zurückzieht, weil man erstmal Angst hat. Aber dann kann ich reingehen. Das heißt, nochmal, ich gehe zurück, jetzt. Ich mache den Schritt nach vorne, gleichzeitig den Block. Ja, wenn ich den Block gemacht habe, kann ich auch mit beiden Armen kurz greifen. Schlag gegens Ohr, Gleichgewichtsstörung. Nochmal, jetzt kann ich entweder langes Bein oder Knie, Oberschenkel hinten, bam, so runter. Und ich habe ihn relativ gut entwaffnet. Der Schlag gegens Ohr ist wichtig, um einfach ihn nochmal die Gleichgewichtsstörung und jeder, wo mal so einen richtigen, ordentlichen Schlag aufs Ohr bekommen hat, weiß, wie das wehtut und wie man sich danach fühlt, okay? Also, ihr schreckt zurück, zurück, boom, vor, ganz wichtig, dann vorgehen, ja? Dann habt ihr hier schön den Block von hier aus, bam, Schlag ins Ohr, bam, nochmal, unten rein und fertig, ja? Machen wir von der anderen Seite nochmal, langsam, also, zurück, Block, von hier aus, Schlag, Schlag, jetzt kommt das Knie, boom, rein, und wieder raus. Okay, also hier ist wie gesagt eigentlich nur darauf zu achten, dass ihr, wenn er durchgeschwungen hat, ja, wenn ich zurückgegangen bin, jetzt ist es wichtig, vorzugehen. Ja? Das ist das Wichtigste an dieser Übung. Ja, wenn ich jetzt irgendwie, das heißt, hier vorne abgeblockt, wisst nicht mehr weiter, was auch immer geht. Wir drehen uns mal kurz, ja, dass ich von hier aus einfach wumm, in die Eier. Hat sich es auch erledigt. Also wenn ihr irgendwie dieses oben erstmal schlagen, dann unten von der ganzen Ablauf nicht so richtig hinbekommen, ist das nochmal eine leichtere Variante. Das heißt, ihr geht nach hinten, jetzt gehe ich vor, und dann heißt einfach wieder Adidas und 10 Sekunden die Flucht zu ergreifen. Okay, und übt. Jetzt kommen wir zum Thema Baseballschläger. Grundsätzlich in dem Abwehr von Stocktechniken sind wir jetzt noch im Basic-Bereich. Wir werden jetzt in dem Video keine Advanced-Geschichten, das heißt Festlegetechniken und Entwaffnung, werden wir jetzt gar nicht mit reinnehmen. Das ist auch eher den Security-Polizei vorbehalten. Natürlich üben wir das auch in unserem regulären Training. Das macht es aber keinen Sinn, das Ganze
über so einen Kanal, über so einen YouTube-Kanal eben euch zu zeigen. Das solltet ihr euch dann wieder anschauen, wenn wir dann wieder im regulären Training sind. Gut, Baseballschläger ist natürlich so ein Thema. Was jetzt der Fall ist, da ist natürlich meistens etwas mehr Power, mehr Wucht. Das Ding ist meistens auch etwas stabiler und hat auch mehr Power. Wenn das Ding mal hier irgendwo auf dem Arm kommt, könnt ihr euch vorstellen, das Ding ist gebrochen. Da habt ihr dann keine Chance. Deswegen sollte man auch hier wieder darauf achten. Er muss ja jetzt hier mit beiden ausholen. Das heißt, man sieht natürlich schon, man kann den Körper lesen, aha, da kommt jetzt was. Und deswegen muss ich auch hier wieder diesen Schritt zur Seite raus machen. Ja, weil die größte Power ist natürlich genau hier in der Mitte, wo er hinzählt. Ja, aber hier geht der Schwung oder die Power schon wieder verloren. Wir blocken natürlich dann wieder die Unterarme. Das heißt, von hier aus gehe ich hier raus. Ja, von hier aus Schlag, wumm, Ellenbogen, nochmal Schlag, bam und tschüss. Ja. Ohne Entwaffnung. Hier einmal kurz am Kinn, Ellenbogen nochmal massiv und dann eben unten nochmal einen schönen Low-Kick, dass er eben dann zu Boden geht. Ja? Also von hier aus langsam nochmal, wir gehen hier rüber, von hier aus Schlag ins Ohr, boom, Ellenbogen und raus. Ob ihr da jetzt mit dem Low-Kick reingeht oder mit dem Knie, hängt davon ein bisschen ab, wie weit stehe ich vom Gegner weg. Ja? Bin ich etwas näher, gehe ich mit dem Knie ran. Bin ich etwas weiter weg, mache ich natürlich das lange Bein. Auch hier bietet sich wieder an, von der Rückseite, wenn ich den Schritt zur Seite mache, nochmal in die Weichteile von hinten zu gehen. Hängt auch wieder etwas davon ab, wie derjenige steht, wie seine Füße sind, also sprich in welcher Konstellation die stehen, links vorne, rechts vorne, sind alles Faktoren, die da mit reinspielen. Gut, jetzt zeige ich es nochmal kurz von der anderen Seite. Das heißt, von hier aus, Schritt rüber, ja, Schlag ins Ohr, boom, Ellenbogen, boom, Low-Kick und tschüss. Gut, das Ganze geht natürlich auch von der anderen Seite. Ja, das heißt, ein Backschlag, ja, dass er von hier kommt. Auch hier ist es wieder so, ich bin auf der Seite, muss hier wieder den Schritt nach links machen, zack, um eben die Power rauszunehmen. Gleiche Schlag wieder, nochmal Schlag, auch hier Ellenbogen einsetzen, boom, hier in die Weichteile. Fertig. Jetzt bietet sich an, eben weil er meistens dann hier sehr offen steht, dass ich da direkt in die Weichteile gehe. Also von hier aus blocken. Das wäre die schnellste Variante. Das heißt, ich gehe sofort in die Weichteile oder ich gehe raus. Nochmal in die Weichteile. Wäre die Möglichkeit, eben mit einem Schlag noch zu arbeiten. Okay, dann viel Spaß beim Üben. So, das war's also von unserer Seite aus. Habt ihr zwei, drei Techniken mal wieder kennengelernt, was Stockabwehr betrifft. Und ich denke mal, wir werden euch noch die nächsten paar Wochen, ich hoffe nicht, dass es noch allzu lang geht, auch versorgen mit ein paar anderen Varianten und ein paar Techniken. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.